Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, heute einen kleinen Impuls geben zu können zu der Verbindung von KI, Sprachsystemen und Mathematik. Und zwar mit KI-Systemen meine ich generative KI, also ich sage jetzt mal ChatGPT, Bard und so weiter, also die Tools, die jetzt im letzten Jahr erheblich im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit standen, was KI anbelangt hat. Ja, ich beschäftige mich mit KI jetzt seit circa einem Jahr. Ich kenne sogar genau den Tag, ab dem ich mich damit intensiv befasst habe. Also KI ist natürlich schon viel älter, ne? Seit Jahrzehnten wird an KI geforscht. Aber seit dem 30. November 2022 steht KI sehr stark in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, weil die Firma OpenAI mit einem Tweet hier fast beiläufig irgendwie gesagt hat, ja, heute haben wir hier ChatGPT veröffentlicht und ihr könnt es alle da ausprobieren. Und das war schon ein beeindruckender Move von dieser Firma. Und man kann sagen, die Welt danach ist nicht mehr so wie die Welt davor. Auch ExpertInnen im Bereich der KI waren wirklich sehr beeindruckt von der Leistungsfähigkeit des Systems. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle es auch schon ausprobiert habt und so gewisse Vorstellungen davon habt. Und ja, das hat natürlich insbesondere auch das Bildungswesen aufgewirbelt, weil unter anderem aus verschiedenen Gründen, aber ein Grund ist, das System erledigt Hausaufgaben. Also nur um mal ein paar Beispiele zu liefern, ne? Hier zum Beispiel, schreibe mir eine kurze Zusammenfassung von Goethes Faust und dann liefert ChatGPT, Faust ist ein Drama von Johann Wolfgang von Goethe, das die Geschichte eines Gelehrten namens Faust erzählt, der unzufrieden ist mit seinem Leben und so weiter. Okay, könnte man jetzt sagen, naja gut, das hätte man auch googeln können. Da gibt es auch genug Zusammenfassungen in 5 Sätzen irgendwie online, die im Internet rumstehen. Ja, vielleicht würde man auch so eine Hausaufgabe in dieser Form gar nicht mehr stellen, sondern man verlangt vielleicht auch ein wenig kreativere Texte. Etwas in dieser Art beispielsweise. Du bist Mephistopheles und schreibst eine kurze Zusammenfassung von Goethes Faust. Aber selbst das kann die KI. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Als Dämon des Bösen in Goethes Faust bin ich derjenige, der den gelehrten Faust verführt und auf die sündige Seite des Lebens zieht und so weiter. Also selbst solche kreativen Aufgaben kann die KI ohne Probleme lösen. Oder hier, beschreibe den 30-jährigen Krieg aus der Sicht eines damals lebenden kurpfälzischen Bauern. Als einfacher Bauer im Kurfürstentum der Pfalz lebe ich ein bescheidenes, aber erfülltes Leben. Doch das Jahr 1618 bringt Unheil, den Anfang eines Albtraums, der als der 30-jährige Krieg in die Geschichte eingehen wird und so. Also auch das ist relativ beeindruckend, dass die KI aus einer bestimmten Perspektive einen Text verfassen kann. Ja, oder hier schreibe ein Rap zum Thema Klimawandel. Ne? Oh, yo, checkt mal den Klimawandel ab. Das ist kein Spaß, das ist kein bla bla bla. Die Erde erhitzt sich jeden Tag, das ist Fakt und kein Geplauder oder so. Da würde man sagen, na gut, das ist kein besonders guter Rap, ja. Aber immerhin, also die KI hilft einem dabei, solche Aufgaben zu lösen. Vielleicht liefert sie auch erstmal nur so einen ersten Impuls oder eine Grundstruktur oder liefert ein paar Ideen und so weiter. Auf jeden Fall mal eine Ausgangsbasis, von der aus man weiterarbeiten kann. Und dann kann man es vielleicht noch überarbeiten, verbessern, verfeinern und so. Und das hat natürlich jetzt, solche Szenarien haben die Bildungsinstitutionen aufgewirbelt und es wurden relativ schnell Rufe nach Verboten laut. Ne? Man muss das KI aus den Schulen verbieten, verbannen, aus den Hochschulen verbannen. Hier in New York City war die erste, die es aus dem Schulnetzwerk verbannt hat. Und da fragt man sich, was soll das denn? Ne? Also warum soll man das aus dem Schulnetzwerk verbannen? Weil nutzen die Schüler es halt zu Hause oder auf dem Handy oder so. Auch Universitäten hatten es am Anfang verboten. Und da muss man aber sagen, das war sozusagen ein erster Akt der Hilflosigkeit, weil man nicht so genau wusste, wie man damit umgehen soll. Mittlerweile würde ich sagen, sind wir alle weiter. Ich nehme eigentlich kaum noch Forderungen nach Verboten wahr, sondern mehr Forderungen nach Regeln. Was wir brauchen, sind keine Verbote, sondern Regeln. Wir müssen alle Beteiligten, SchülerInnen, LehrerInnen, Studierende, HochschuldozentInnen und so weiter, müssen wissen, was ist ein zulässiger Gebrauch der KI und ein sinnvoller und ein nützlicher Gebrauch und was ist ein Missbrauch. Und deswegen brauchen wir gewisse Regeln und wir alle Institutionen und Träger und so weiter arbeiten jetzt an solchen Dokumenten.
Es ist nicht ganz so einfach, aber ja, okay, da denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Also, wir können ja KI nicht aus den Bildungsinstitutionen raushalten. Ne? KI ist gekommen, um zu bleiben. Eine große Hilfe für in vielen Bereichen, für alle Menschen. Wir werden zukünftig alle KI immer und überall benutzen. Ja? Und insofern sollte doch Schule diese Technologie nicht draußen lassen, sondern ins Klassenzimmer reinholen, damit die SchülerInnen lernen, wie sie sinnvoll, souverän mit diesen Werkzeugen umgehen können. Ja, wir reden heute nicht nur über ChatGPT. Klar, ich meine, das ist das prominenteste Tool und jeder kennt es und benutzt es und so weiter. Es gibt ja viele andere Tools mittlerweile auch. Also Bard, Google ist nachgezogen. Es gibt Claude und zig Tools, auch spezialisierte Tools. Also es gibt unzählige viele KI-Tools mittlerweile, die man im Internet so finden kann. Wir reden also eigentlich über vielleicht Sprachmodelle, Large Language Models, über Machine Learning, künstliche Intelligenz, Deep Learning oder die digitale Transformation. Also KI ist natürlich ein Bestandteil der digitalen Transformation und ein vermutlich nicht so unerheblicher. Ja, KI kann auf unterschiedliche Bereiche wirken. Zum einen auf die Lernziele, also die Frage, müssen wir alles das, was wir bislang gelernt haben, weiterhin lernen als Schülerinnen und Schüler? Oder müssen wir bestimmte Dinge nicht mehr lernen, weil die KI das zukünftig übernehmen wird? Das ist natürlich eine heikle Frage und da müssen wir uns wirklich gut drüber Gedanken machen, auf welche Kompetenzen können wir verzichten, weil das von Technologie ersetzt werden wird und auf welche nicht. Und ich bin da eigentlich relativ relaxed, würde ich sagen. Die Einführung des Taschenrechners hat auch nicht dazu geführt, dass keiner mehr rechnen lernen muss. Im Gegenteil, also was heißt im Gegenteil, aber ich muss ja rechnen können, um den Taschenrechner benutzen zu können. Ich muss ja Rechnungen eingeben, ich muss das Ergebnis interpretieren können, ich brauche Vorstellungen von Zahlen und ihren Zusammenhängen und Operationen und so, um das Ergebnis interpretieren zu können, einschätzen zu können und so weiter. Also natürlich müssen alle rechnen lernen, auch wenn es Rechentechnologien gibt. Und ähnlich ist es mit KI, ne? Wir müssen. Aber vielleicht muss man, um bei der Metapher mal zu bleiben oder bei dem Vergleich, vielleicht muss man die schriftliche Division nicht mehr in allen Details verstehen und durchüben und so, sondern vielleicht genügt ein Grundverständnis, ne? Weil später sowieso kein Mensch mehr schriftlich rechnen wird. Also vielleicht, da gibt es Verschiebungen. Es wird Verschiebungen geben, ne, im Bereich der Lernziele. Alte Lernziele werden vielleicht abgeschwächt, braucht man nicht mehr so. Und es wird neue Lernziele geben, also beispielsweise das Lernen des Umgangs mit KI. Ja, also auch Kompetenzen im Umgang mit KI, beziehungsweise das Verständnis auch davon, welche Probleme damit einhergehen, welche Gefahren und Risiken, starke Medienkompetenzaspekte, die eine Rolle spielen, Fake News, die erstellt werden können mit KI und so weiter und so weiter. All das muss in die Schulen rein, ja, ist keine Frage. Also, Lernziele werden durch Technologien verändert, ja, durch das Vorhandensein von Technologien und KI wird vermutlich auch dazu führen. Prüfungen müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um? Da bin ich auch relativ relaxed, weil viele Prüfungsformen, die wir bislang hatten, lassen sich auch weiterhin mit KI einfach so durchführen. Ne? Also Klassenarbeiten, schriftliche in Präsenz, no problem. Ne? Mündliche Prüfungen, no problem. Schwierig sind unter Umständen die schriftlichen Prüfungen, die unkontrolliert zu Hause verfasst werden oder bewertet werden. Also an der Hochschule beispielsweise Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und so. Da muss man sich ein bisschen was überlegen, aber das übersteigt jetzt das Thema heute vielleicht. Und Methoden. Ja, also wenn KI existiert, könnte man sich ja fragen, ob das einem nicht die ein oder andere Methode ermöglicht, die man im Klassenzimmer umsetzen kann. Einfach indem man das digitale Werkzeug KI im Klassenzimmer einsetzt und die Aufgabenstellung so gestaltet, dass KI ein Bestandteil des Lösungsprozesses ist. Oder eine weitere Überlegung ist, wie können wir mit dem Hausaufgabenproblem umgehen, das ich vorhin genannt habe, ne? Also Hausaufgaben kann KI lösen. Wir dürfen nicht naiv daran gehen. Ne? SchülerInnen benutzen KI zum Hausaufgabenlösen. Also ich meine, früher in meiner Zeit hat man die Hausaufgaben, wenn man sie nicht gemacht hat, noch vom Klassenkameraden abgeschrieben. Also auf dem Schulhof oder im Bus oder so. Also ich nie, ne? Aber andere.
Seit, keine Ahnung, 10 Jahren werden sich die Hausaufgaben halt per WhatsApp geteilt. Und jetzt ist es noch niederschwelliger, noch einfacher, Lösungen zu produzieren. Also machen Hausaufgaben in der Form eigentlich noch Sinn, muss man sich fragen. Und da gibt es Alternativen und da gehe ich vielleicht auch noch nachher drauf ein. Jetzt aber erstmal ein theoretischer Ansatz, der im Kontext von KI im Mathematikunterricht, ne, da kommen wir ja gleich zu, ganz gut ist, ist nämlich der Ansatz der verteilten Kognition. Was besagt er? Wir alle gehen ja davon aus, dass kognitive Prozesse in unseren Gehirnen stattfinden. Ne? Also Denkprozesse, Informationsverarbeitungsprozesse, Wissensspeicherungsprozesse, die finden in unserem Kopf statt. VertreterInnen der verteilten Kognition sehen es ein bisschen breiter und sagen, ja, kognitive Prozesse finden eigentlich in einem System statt, das besteht aus Menschen, Werkzeugen, Artefakten, anderen Menschen und so. Beispiel, wenn ich mir eine Nummer in mein Notizbuch schreibe und wieder vergesse, Telefonnummer zum Beispiel, dann habe ich die nicht in meinem kognitiven System gespeichert, aber sie ist gespeichert im verteilten System Christian Spanner und sein Notizbuch. Und dieses System kann die Information wieder erinnern, indem ich in mein Notizbuch schaue. Ja? Oder ganz im Bereich Mathematik, ne, wenn kleine Kinder mit den Fingern zählen, dann ist das auch verteilte Kognition. Ne? Also mein Körper benutze ich als Werkzeug, um bestimmte Denkprozesse auszulagern. Ne? Und wir als System agieren wir gemeinsam. Und dieses Auslagern von Prozessen an externe Werkzeuge, das nennt man Computational Offloading. Das Ziel ist, dass ich nicht alles in meinem Kopf machen muss, sondern ich gebe bestimmte Prozesse an das Werkzeug ab. Das Werkzeug macht das, was ich ihm gesagt habe. Und mein kognitives System, das ja sehr kapazitätsbeschränkt ist, ne, das wird frei für höherwertige Aufgaben. Hier beispielsweise. Ich möchte unterschiedliche Kontostandentwicklungen bei verschiedenen Zinssätzen untersuchen. So, wenn ich das jetzt nur ich mache, alleine, der ich, Christian, ja, dann bin ich ziemlich lange beschäftigt, die ganzen Prozentwerte auszurechnen. Und ich kann aber sagen, hey, Tabellenkalkulation, mach das mal. Ne? Also ich offloade diese Rechenknechtarbeit an das Werkzeug, das kann das machen. Und mein Mind wird dann frei für höherwertige Prozesse, also beispielsweise hier Hypothesen aufstellen, Hypothesen prüfen, mathematisch modellieren, experimentieren, Problem lösen auf höherer Ebene und so. Technologie hilft uns, ja, Prozesse auf höherer Ebene anzugehen, weil die ganze Rechenknechtarbeit vom Werkzeug gemacht wird. Und bei KI läuft es ja in dieselbe Richtung, ne? KI wird uns Dinge abnehmen und wir werden dadurch frei für höherwertige Tätigkeiten. Also unter uns MathematikerInnen hier, ja, das ist ja überhaupt nichts Neues für uns. Also wenn KI als Werkzeug, ne, wenn jetzt KI als digitales Werkzeug in die Klassenzimmer kommt, dann müssen wir sagen, ja, Moment, wir haben doch schon ständig irgendwelche digitalen Werkzeuge bei uns, an die computational geoffloadet wird. Ne? Also beispielsweise Tabellenkalkulation, dynamische Geometriesysteme, ne? Super Werkzeug zum Offloaden. Ne? Ich lade bestimmte Dinge da ab, dann kann ich da manipulieren und untersuchen und mein Mind wird frei, um da Hypothesen beispielsweise zu erforschen. Also Tabellenkalkulation, dynamische Geometrie, Computeralgebra-Systeme, Taschenrechner natürlich. Ne? Wir machen immer schon Computational Offloading. Ne? Und auch die Erfahrung in der Mathematik zeigt, dann werden da höherwertige Aufgaben möglich dadurch. Ja? KI tritt da jetzt dazu. Und die Frage ist, brauchen wir das in der Mathematik überhaupt? Wir haben doch die ganzen Werkzeuge schon. Ne? Und meine Antwort wird sein, ja, es füllt eine Lücke. Ja? Und aber auf der anderen Seite auch der beruhigende Gedanke, wir in der Mathematik sind da eh schon dran gewöhnt. Ja, Computational Offloading wird stattfinden in Alltag und Beruf, wo immer man später arbeiten wird. Und im Alltag wird ein KI dabei unterstützen. Das ist ein super Werkzeug. Also erstaunlich, wie leistungsfähig die Werkzeuge schon sind. Und uns werden die Ohren schlackern, wie leistungsfähig die Werkzeuge in Zukunft noch sein werden. Es wird beeindruckend sein, wenn wir in der Lage sind, die ganze Energie aufzubringen, die diese Werkzeuge verschlingen, wird es wirklich beeindruckend sein. Und ja, insofern ist natürlich die Frage, wie machen wir das in der Schule? Wie können wir dort offloaden, sinnvoll offloaden? Ich habe vorhin schon angedeutet,
Hausaufgaben offloaden ist nicht so sinnvoll, ne? Weil wir wollen ja, dass die SchülerInnen an den Aufgaben, die wir ihnen geben, für zu Hause bestimmte Kompetenzen erwerben. Und wenn sie die an eine KI abgeben, dann haben sie zwar die Lösung, aber sie haben die Kompetenz nicht erworben. So, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Eine Möglichkeit, was man vielleicht machen kann, wo ich glaube, was zukünftig stärker in die Schulen, in die Hochschulen kommen wird, ist der Inverted Classroom, der Flipped Classroom. In dem Sinne, dass eben nicht in der Schule in ein Thema eingeführt wird und zu Hause werden dann Aufgaben 1 bis 6a bis f gelöst. Und bei Aufgabe 1a scheitert man schon und dann gibt man es einer KI und dann kommt man mit der fertigen Lösung in die, am nächsten Tag wieder in die Schule. Das ist natürlich nicht sinnvoll, sondern im Inverted Classroom würde man es eher so machen. Man lässt die SchülerInnen oder die Studierenden zu Hause in ein bestimmtes Thema einarbeiten mit geeigneten Aufgabenmaterialien und dann kommen alle in die Klasse und machen dort Aufgabe 1 bis 6a bis f. Dort sind sie aber nicht alleine, ne? Dort sind andere dabei, das heißt, sie können gemeinsam arbeiten, sich gegenseitig austauschen, miteinander strugglen, wenn sie an der Aufgabe nicht weiterkommen. Lehrer ist da, kann rumlaufen, helfen, Feedback geben, unterstützen und so weiter. Plus, sie können da keine KI einsetzen, um ihre Aufgaben zu lösen, weil sie da sozusagen ja nicht unkontrolliert also unbeobachtet sind, sondern da ist die Situation einfach nicht so, dass man es macht. Oder andersrum, dort wäre auch der Lehrer, die Lehrerin da, um sie dabei zu unterstützen, KI einzusetzen, wenn es denn sinnvoll ist. Ja, also dort KI einzusetzen, bei Aufgaben, bei denen es vielleicht notwendig ist oder bei Aufgaben, die so gestaltet sind, dass man KI eben braucht, dann sind sie da nicht alleine zu Hause und wissen nicht genau, wie sie das Tool verwenden müssen und so, sondern sie können es dort machen und dann ist man als Lehrer, Lehrerin auch dabei und kann dabei helfen. Also das wäre so eine methodische Weiterentwicklung, die vielleicht auch aus KI hervorgeht oder von KI befördert wird. Der Flipped Classroom gibt es ja auch schon ewig, ne? Aber das könnte nochmal so ein Katalysator sein für Methoden in dieser Richtung. Wer naiv Hausaufgaben gibt, wie bislang, der wird wahrscheinlich in Zukunft Probleme haben. So, jetzt genug geplaudert. Jetzt geht's hart zur Sache. Gehen wir in die Mathematik. Hat generative KI eigentlich eine Chance in der Mathematik? Dazu müssen wir uns erstmal überlegen, wie funktioniert eigentlich generative KI? Hier ist so eine Grafik von OpenAI wie ChatGPT. Wie ChatGPT trainiert wurde. Und das basiert auf dem Modell GPT. Das wurde trainiert mit vielen Texten. Also man könnte sagen, das Internet, ja, wurde da reingespeist. Und das Large Language Model GPT hat dadurch gelernt, wie die Texte strukturiert sind, welche Wörter in welchen Kontexten wie häufig vorkommen. Es wurde also optimiert darauf, möglichst menschenähnliche Texte wiederzugeben. Es wurde nicht trainiert darauf, möglichst korrekte Texte wiederzugeben. Ja, das ist ein Unterschied. Also die Texte, die es ausspuckt, sind oftmals sehr gut, aber inhaltlich können sie falsch sein. Und das ist natürlich in der Mathematik also sehr bedenklich, würde ich sagen. Also wir wollen kein Tool haben, was irgendwie irgendwelche falschen Rechnungen macht oder irgendwelche falschen Ausgaben macht. Das will man eigentlich nirgendwo haben. Aber in der Mathematik ja, kann man sich halt fragen, macht das Sinn, dass ein Tool, was sozusagen nur auf stochastischen Eigenschaften von Texten beruht, ja, das kann doch überhaupt nicht sinnvoll benutzbar sein bei mathematischen Fragestellungen. Ne? Wenn es irgendwelche Texte ausgibt und da keine innermathematischen Zusammenhänge irgendwie eine Rolle spielen, sondern nur an der Textoberfläche sozusagen Texte generiert werden. Also hier, um das zu vervollständigen, wurden noch dann Menschen eingebunden, um möglichst menschenähnliche Dialoge zu produzieren mit ChatGPT. Aber auf jeden Fall funktioniert das letzten Endes so. Das heißt, wenn ein Satzanfang vorliegt, wie ich bin am Bahnhof, dann kennt ChatGPT oder generative KI, weiß, welche Wörter hier am wahrscheinlichsten als nächstes kommen. Und es nimmt jetzt nicht das wahrscheinlichste Wort, sonst würden ja immer die gleichen Texte rauskommen, sondern aus der Klasse der wahrscheinlichen Wörter wählt es sich eines zufällig aus. Und das könnte jetzt hier beispielsweise in, am sein oder ein Punkt vielleicht. Das sind eigentlich keine Wörter, sondern Tokens, sagt man, also Satzbestandteile, die hier als nächstes kommen. Und es wählt es einen zufällig aus, also zum Beispiel in. Das könnte man sagen, ja gut, das nächste haben wir wieder einen neuen Satzanfang, ne? Und dann konnte ChatGPT nicht sich überlegen, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass man da keine menschenähnlichen
Begriffe verwendet. Also jetzt liegen ja Wahrscheinlichkeiten vor im System, welche Wörter als nächstes als Wahrscheinliches kommen. Also Berlin, Paris, London, New York, was weiß ich. Und daraus wird wieder ein wahrscheinliches Wort ausgewählt, in dem Fall jetzt hier vielleicht Berlin. Ja, also es wurde ein wahrscheinlicher Satz generiert. Und wenn der jetzt ein mathematischer Sachverhalt drin wäre, dann würde ja sozusagen irgendwelche Zahlen vielleicht drin vorkommen, die aber keinen Zusammenhang haben und so, sondern nur nach Wahrscheinlichkeiten strukturiert sind, aber nicht tatsächlich nach den Inhalten. Also man fragt sich, macht das überhaupt Sinn in der Mathematik? Ja, und ein schönes Beispiel hier, das ich von Janina Brüggemann habe, deren Vortrag ich allen ans Herz legen kann auch, der auch geht um Mathematik. Ich habe ihn unten hier verlinkt. Ein schönes Beispiel, das ich von ihr habe, ist ja zum Beispiel, wenn man ChatGPT sagt, multipliziere 1995 und 3294, dann ergibt das für ihn 6 oder für es 6.577.830 und ist halt einfach falsch. Es kann sein, dass sozusagen diese Zahlenkombi in irgendeiner Weise auch die Teilzahlen da hinten, ne, Tokens, es geht um Wortteile, nicht um Wörter, sondern Wortteile, dass die halt besonders häufig wahrscheinlich irgendwie im Zusammenhang vorkamen, aber es ist keine Rechnung, die dem zugrunde liegt. So, das ist GPT, oh, ich habe einen T vergessen, das ist GPT-3.5 in dem Fall, also die kostenlos zur Verfügung stehende OpenAI ChatGPT-Variante, die gibt diese Fehler aus. Wenn man jetzt aber zu GPT vorgeht, also dem neuen Modell, auf das man zugreifen kann, wenn man die Pro-Variante hat von OpenAI ChatGPT, dann ist das Ergebnis korrekt. Ja, wie hat er das jetzt gemacht? Also das geht doch eigentlich gar nicht als Sprachmodell. Ja, genau. Der hat auch nicht, wir sagen, das Sprachmodell zugrunde gelegt, um das Ergebnis zu erzeugen, sondern hier rechts sieht man so ein kleines Code-Eingabesymbol, so ein Eingabeprompt. Ne? Und wenn man da draufklickt, dann sieht man, was gemacht wurde. Nämlich, ChatGPT hat sich einen Python-Code generiert, einen Code in der Programmiersprache Python und dieses Ergebnis ausgegeben. Python ist eine Programmiersprache. Ne, auch eine Sprache, die sozusagen bestimmten Regeln folgt und wo bestimmte Ausdrücke wahrscheinlicher im Kontext bestimmter Kontexte vorkommen und so. Und ChatGPT ist in der Lage, auch Programmiercode zu generieren. Sehr gut übrigens, weil er spezial trainiert wurde auch, ne, weil man die Entwickler natürlich, Entwicklerinnen für sich gewinnen wollte. Und ChatGPT ist sozusagen in der Lage, sich selbst einen Code zu schreiben, der dieses Problem löst und dann das Ergebnis auszugeben. So. Und jetzt sind wir eine Stufe weiter. Ja? Also sobald wir Sprach-KI haben, die Code generieren kann, um Probleme zu lösen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse stimmen, höher, als wenn wir uns nur auf das reine Sprachmodell verlassen. Und da gibt es wirklich beeindruckende Beispiele. Ich habe ein paar mitgebracht. Ja, hier zum Beispiel. Löse folgendes Gleichungssystem. Gleichung 1, x plus 2y ist gleich 10. Gleichung 2, 3x minus y ist gleich 16. Gib dabei den kompletten Lösungsweg an. Jetzt könnte man sagen, das sind ja hier wirklich beliebige Werte hier oben, beliebige Werte. Ne? Da kann das doch gar nicht lösen können. Und er erzeugt einfach eine richtige Lösung. Ne? Und alles, was ich jetzt mache, ist GPT-4. Das heißt, die neue Generation des Sprachmodells. Ne? Hier sagt es, um das gegebene Gleichungssystem zu lösen, wählen die Methode der Substitution oder Elimination. Hier ist der detaillierte Lösungsweg. Also wir haben zwei Gleichungen. Genau, jetzt wird hier die erste Gleichung nach x aufgelöst. Dann wird das in die zweite Gleichung eingesetzt. Und dann wird umgerechnet und dann kommt y gleich 2 raus und dann wird das Ergebnis in andere Gleichung eingesetzt, y gleich 6 ist das korrekte Ergebnis. Auch hier sieht man wieder, es wurde Code verwendet. So, und er hat das hier gemacht und das Lustige ist aber, dieser Code generiert nur die Lösung, nicht den Lösungsweg. ChatGPT ist tatsächlich auch in der Lage, hier diesen Lösungsweg zu generieren. Das hat mich auch verblüfft, ja. Aber tatsächlich, der Lösungsweg ist korrekt. In diesem Beispiel. Na, wenn man das oft macht, wird es Beispiele geben, in denen Fehler drin sind. Keine Frage. Ja? Also das ist nicht fehlerlos oder so. Da passieren immer noch gut Fehler. Ja? Das heißt, man muss immer, bei KI grundsätzlich, generativer KI grundsätzlich, muss man den Lösungsweg kontrollieren. Letzten Endes muss man es auch bei Excel und so. Ja? Also
Natürlich rechnet Excel richtig, aber vielleicht ist irgendwo ein Fehler in der Formel und so weiter. Man hat sich geirrt und hat irgendwo einen kleinen Fehler reingebastelt. Man muss immer kontrollieren, was passiert. Das ist eine Grundhaltung. Ne? Aber auch bei KI ist es so. Und ja, also ich bin schon zufrieden, wenn es in den meisten Fällen korrekt ist. Und ich kontrolliere trotzdem immer und vielleicht ist mal hier und da ein Fehler und dann habe ich einen Fehler gefunden. Super. Ja, aber es ist schon erstaunlich. Also kann Gleichungssystem lösen. Und wenn man jetzt ChatGPT bittet, es immer wieder zu machen, dann verwendet er auch verschiedene Verfahren. Ne? Mal das Einsetzungsverfahren, mal das Gleichsetzungsverfahren, mal wird X substituiert, mal wird Y substituiert. Also es wird wild, werden die verschiedenen Lösungsverfahren hier durchgearbeitet. Und das ist natürlich ein super didaktisches Mittel. Ne? Also kann man auch SchülerInnen auf den Weg geben, ja, lass sie doch mal alternative Lösungen generieren und vergleich die mal. Welche Lösungen gibt es noch? Wie viele verschiedene Lösungen gibt es und so weiter. Ich sage gleich, natürlich kann man jetzt nicht einfach Schülern sagen, nimm ChatGPT. Da haben wir ein Datenschutzproblem. Wir haben halt noch keine echt guten. Also, mein Traum ist natürlich, dass vom Schulträger aus eine KI zur Verfügung gestellt wird, die so leistungsfähig ist wie ChatGPT, aber datenschutzkonform und ohne Urheberrechtsproblematik und so weiter. Wir befinden uns momentan noch gut in einem Graubereich, würde ich sagen. Und insofern sind all die Dinge, die ich jetzt sage, natürlich nicht eins zu eins so in der Schule umsetzbar, weil man da halt ein Datenschutzproblem hat unter Umständen. Aber ich will sozusagen den Blick richten auf, wie wird es sein, wenn wir mal ein solches System in der Schule haben. Und es gibt auch schon Systeme, die man so wahrscheinlich unbedenklich nutzen kann, aber ja, wir sind halt noch bei keiner systematischen Lösung angelangt. So, hier, schöne Aufgabe. Ganz aus den Anfangszeiten, wo man es schön zählen kann, nochmal das KI, wenn KI falsch rechnet. Ne? Löse folgende Textaufgabe. In einer Zaubertruhe befindet sich eine Münze. Jede Minute verdoppelt sich die Anzahl der Münzen. Nach einer Stunde ist die Zaubertruhe voll. Wann war sie halb voll? Und ihr alle kennt wahrscheinlich das Problem. Also viele sagen hier, nach 30 Minuten war sie halb voll, weil, naja, nach einer Stunde war sie voll. Dann muss sie nach einer halben Stunde halb voll gewesen sein. Viele haben ein lineares Modell im Hintergrund und eben kein Exponentialmodell. Ne? Die war natürlich nach der 59. Minute halb voll, wenn sich jede Minute verdoppelt. Und auch ChatGPT, ne, ganz in Anfangszeiten habe ich das mal gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken nach 30 Minuten. Weil das eine wahrscheinliche Antwort ist, würde ich vermuten. So. Das Problem kann man relativ gut lösen, indem man denselben Prompt gibt der KI und dann anschließend sagt, erkläre jeden Schritt ausführlich. Und dann fängt ChatGPT an, nicht nur die Lösung zu sagen, sondern, ah ja, ein bisschen ausführlicher und dann werden verschiedene Schritte gemacht und so weiter und am Ende kommt er zur richtigen Lösung. Also er ist sozusagen von Anfang an auf einem anderen Trichter. Er will einen anderen Text generieren, einen längeren Text. Und in einem längeren Text entstehen unterschiedliche, also es ist einfach ein anderer Detailgrad und ja, dann sind da andere Textzusammenhänge und dann generiert sich automatischer die ko wahrscheinlich korrektere Lösung. Und die schöne Message ist, das muss man heute gar nicht mehr machen, erkläre jeden Schritt ausführlich, weil es mittlerweile, das war es in Anfangszeiten, dann mittlerweile macht das ChatGPT von sich aus schon, weil sie das sozusagen geupdatet haben und geupgradet haben und weiterentwickelt haben. Und der Text wird sozusagen schon korrekter oder länger, macht von sich aus schon längere Texte, die wahrscheinlich korrekt sind. Schöne Entwicklung. Und das vollkommen ohne Code zu generieren. Also einfach so. Also ohne Programmiersprache im Hintergrund oder mathematisches Tool. Ja, jetzt. Das ist eine meiner Lieblingsaufgaben. Das Schöne ist nämlich, man kann jetzt aber auch ChatGPT Pro, also die Pro-Variante, an, da kann man Plugins reinladen. Und ich habe das Wolfram-Plugin mal eingeladen. Also Wolfram Alpha kennen wahrscheinlich schon viele, dieses Online-Datentool, was auch so Computeralgebra macht und so. Und das kann man da als Plugin hinten dran schalten. Und ChatGPT verwendet das dann, wenn ChatGPT denkt, dass es das braucht. Hier bei dieser Aufgabe, ein Recht Hase-Hoppel-Aufgabe, ne? Ein rechteckiges Hasengehege soll mit 20 Meter Zaun gebaut werden. Die Fläche des Hasengeheges soll möglichst groß sein. Welche Längen haben die Seiten des rechteckigen Hasengeheges mit der größten Fläche? So. Also wir müssen verhaspeln. Also welche Längen haben die Seiten des rechteckigen Hasengeheges mit der größten Fläche? Ja, wenn man will, dass der Hase möglichst viel Fläche zum Hoppeln hat. Ich habe jetzt 20 Meter Zaun. Aufgabe kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Und wie muss ich den Zaun bauen, dass die Fläche möglichst groß wird? So. Und das habe ich jetzt ChatGPT gegeben, die Aufgabe mit Wolfram Alpha im Hintergrund. Und dann sagt es hier, ja,
Wir müssen die Längen der Seiten des Geheges optimieren und der Umfang ist 2a plus 2b im Rechteck. Richtig, ja, also ist gleich 20 Meter. 2a plus 2b ist gleich 20 Meter. Sehr gut. Und dann wird gleich nach b aufgelöst. B ist gleich 10 minus a. Die Fläche ist somit Flächeninhalt. Das Geheges somit 10a minus a Quadrat. Sehr schön. Und dann bildet er die erste Ableitung, um den Hochpunkt rauszukriegen. Auch gut, es gibt natürlich verschiedene Lösungsmöglichkeiten, aber das ist jetzt sozusagen eine Sekundarstufe 2-Lösung. Könnte auch natürlich die Nullstellen bestimmen der Funktion und dann den Mittelwert der beiden Nullstellen. Aber egal, ne? Er macht jetzt hier leitet ab, okay. Löst dann auf nach a. Die erste Ableitung kommt a gleich 5 raus, b gleich 5. Und dann sagt er, das bedeutet, dass das Hasengehege mit der größtmöglichen Fläche ein Quadrat mit der Seitenlänge von, mit Seitenlänge von jeweils 5 Meter ist. Das hat mich beeindruckt. Ne? Der erkennt dann sogar, dass das ein Quadrat ist. Und was mich noch mehr beeindruckt hat, er hat überhaupt gar kein weiteres Tool dafür verwendet. Weder Wolfram Alpha noch Code, sonst irgendwas. Er hat es einfach so gemacht. Ne? Obwohl der Wert 20 Meter auch wahllos eingegeben war. Hätte auch 25 Meter eingeben können, Zaun oder 117 Meter oder was weiß ich. Jetzt habe ich ihn aber gefragt, okay, veranschauliche mir diese Lösung grafisch. Und das ist ein Textsystem, ne? Da kann eigentlich gar keine Grafik. Und dann hat er Folgendes gemacht. Der GPT bindet jetzt Wolfram ein. Er sagt, jetzt brauche ich es. Ne? Und wird Wolfram eingebunden und dann wird hier steht hier, hier ist ein Diagramm, das die Fläche des Hasengeheges in Abhängigkeit von der Länge einer Seite A veranschaulicht. Und es kommt dieses Diagramm daraus. Und das hat mich vom Hocker gehauen. Ja? Also, da steht als Überschrift über Fläche des Hasengeheges in Abhängigkeit von A. Hier unten steht die Seitenlänge A in Metern und dann hier der Flächeninhalt in Quadratmetern. Es ist tatsächlich diese quadratische, der Graph dieser quadratischen Funktion und es ist auch noch der Hochpunkt markiert. Das Ding hat es einfach so generiert, ja, obwohl ich nur gesagt habe, veranschauliche mir diese Lösung grafisch. Also das, was wir vorher gemacht haben, mach dazu mal eine Grafik und er haut das hier raus. Das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Und dann steht da auch noch, auf der horizontalen Achse ist die Länge einer Seite a in Metern dargestellt, während auf der vertikalen Achse die Fläche des Geheges und so. Der rote Punkt markiert das Maximum der Fläche und er erklärt das auch noch. Und ich habe gedacht, ey, komm, jetzt zeichne ich mir auch noch das Gehege und das macht er auch noch. Hier ist die grafische Darstellung des Hasengeheges. War jetzt nicht besonders kompliziert, aber es hat mich auch schon verblüfft. Wenn man sich dann anschaut, dann kann man hier bei Used Wolfram aufklappen, sozusagen, auf den Pfeil klicken, dann sieht man, was da gemacht wurde. Dann sieht man auch den Code, den der generiert hat. Also ich hätte jetzt nicht sofort gewusst, ja, wie ich bei Wolfram Alpha so einen Funktionsgrafen darstelle mit so einem markierten Punkt. Und dann kann man jetzt auch noch gucken, wie das funktioniert und wie der das gemacht hat. Das ist die Zukunft. Generative KI, vorgeschaltet vor ein Expertensystem wie Wolfram Alpha, Computeralgebra-System, sodass ich das natürlich sprachlich benutzen kann. Also, ich habe eine Sachaufgabe. Ich gebe die Sachaufgabe so, wie sie da steht, in das KI-System ein und es wird sozusagen ein Computer-Algebra-System beauftragt, das zu lösen und das Ergebnis kommt zurück und wird mir wieder natürlichsprachlich ausgegeben. Das heißt, mit Sprach-KI, die gekoppelt ist als Interface sozusagen an Computer-Algebra-System oder irgendwas, haben wir auf einmal ein Sachaufgabenlösetool. So, das hatten wir bislang in der Mathematik noch nicht. Nicht in dieser Form. Und das birgt natürlich unglaubliche Chancen. Nichtsdestotrotz will ich jetzt am Ende noch mal, am Ende dieses Teils noch mal kurz eine andere Aufgabe zeigen, die mich auch verblüfft hat. Also auf einer Party sind 100 Gäste und stoßen mit ihren Sektgläsern an. Jeder Gast stößt natürlich mit jedem anderen Gast genau einmal an. Wie oft hört man die Sektgläser klingen? Und ja, dann sagt ChatGPT, hey, in solchen Situationen ist es nützlich, die Kombinatorik einzusetzen. Also wir wollen aus 100 Gläsern genau zwei auswählen. Also machen wir 100 über 2. Und dann kommt 4950 raus, wird also 4950 mal angestoßen. Und wenn man das nochmal macht, dachte ich, okay, das ist eine Lösung, aber es ist vielleicht nicht die einfachste Lösung, ne?
Ja, hier zum Beispiel verwendet eine ganz andere Lösung. Selbe Aufgabe, nochmal gegeben. Regenerate gedrückt, ja. Und dann sagt er, ja, der erste Gast stößt mit jeder Gast stößt mit jedem anderen Gast genau einmal an. Angenommen, der erste Gast stößt mit 99 anderen Gästen an, der zweite Gast mit 98 anderen Gästen, weil er bereits mit dem ersten Gast angestoßen hat, der dritte Gast mit 97 anderen Gästen und so weiter. Dann brauchen wir die Summe von 99 bis 1 und das ist die gaußsche Summenformel, 99 mal 100 halbe, n mal n plus 1 halbe ist 4950. Sehr schön. Und weil das nicht genug war, habe ich es noch weitergemacht. Ich wollte die andere Lösung haben, die ich im Kopf hatte noch. Und die hat er auch generiert. Ne? Jeder der 100 Gäste stößt mit 99 anderen Gästen genau einmal an. Daher können wir sagen, dass die Gesamtanzahl der Anstöße 100 mal 99 ist. Dies zählt jedoch jeden Anstoß zweimal. Einmal für jede Person, dem Paar das anstößt. Daher müssen wir den Betrag noch durch 2 teilen. Also 199, 100 mal 99 durch 2 ist 4950. Man kann also mit diesem Tool unterschiedliche Lösungswege generieren und schauen, wie kann man es noch lösen. Ist auch für uns super. Ne? Wir stellen Aufgaben, lassen uns mal KI lösen und lassen sie es mal ein paar Mal lösen und gucken, welche alternativen Lösungswege gibt es noch, um mal eine Vorstellung zu kriegen. Wir kommen ja selbst auch nicht immer auf alle möglichen Lösungswege. Ne? Und das kann man relativ schnell einfach generieren lassen und das ist sehr hilfreich. Okay, jetzt gehen wir noch ein auf was bedeutet das jetzt? Ne? Was kann es für eine Unterstützung sein für SchülerInnen oder für uns als Lehrer? Also, hier, KI kann Lösungen erklären. Ne? Also, ich habe jetzt mal ein plattes Beispiel. Bitte erklär mir folgende Gleichung. Hier mal die erste binomische Formel reingeknallt und dann erklärt die KI das. Ne? Also, SchülerInnen können sich, wenn sie was nicht verstanden haben, das die KI erklären lassen. Sie können es natürlich auch einen Lehrer, Lehrerin erklären lassen und der ist halt nicht immer da. Und auch nicht immer für sie da. Also, die KI ist 24-7 da. Ja? Das heißt, ich habe jemanden, der mir immer zur Seite steht und den ich jederzeit fragen kann, wenn ich was nicht verstanden habe. Und dann kommt eine Ausgabe. Natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, da können Fehler drin sein. Das ist natürlich blöd, wenn SchülerInnen Lösungen kriegen, die Fehler haben können. Auf der anderen Seite müssen auch SchülerInnen lernen, alles, was sie lesen, kritisch zu hinterfragen und so weiter. Kann man vielleicht im Kontext besser üben noch. Und in Zukunft werden die Systeme auch besser sein. Ja, sind heute schon sehr gut, aber ja. Wenn das gekoppelt ist an Algebra und so weiter, dann brauchen wir uns da keine größeren Sorgen zu machen, dass da immer häufig viele Fehler vorkommen. Und das war auch alles vollkommen korrekt, was da rauskam. Ja, oder hier, es gibt Feedback. Ne? Pass mal auf hier, ich habe einen Python-Code geschrieben für den euklidischen Algorithmus, er funktioniert aber nicht. Wo ist der Fehler? Und dann korrigiert mir die KI den Fehler. Ich kann meine Mathematiklösung eingeben und die KI korrigiert mir den Fehler. Und es gibt auch schon Ansätze und es wird auch darauf hinauslaufen. Ich werde wahrscheinlich auf dem Papier meine Mathematikrechnung machen können. Ich fotografiere das ab. Ich lade das hoch und die KI korrigiert mir meine Lösung. Das ist ein bisschen umständlich, hier noch Mathematiklösungen einzugeben, wegen der Art und Weise, wie man das hier eingibt. Aber das wird auch mit Fotografien und so weiter alles funktionieren. Mittlerweile kann ja die KI auch schon Bilder verarbeiten. Es gibt auch bildverarbeitende KIs und ChatGPT ist jetzt mittlerweile auch teilweise gekoppelt an bildverarbeitende oder bildgenerierende Systeme und so, und da kann man auch Bilder generieren lassen oder Bilder interpretieren. Also ich kann auch in ChatGPT, die Pro-Version, kann ich auch Bilder hochladen, zum Beispiel Balkendiagramme und sagen, interpretiere mir das Diagramm. Und das, der macht das. Ne? Der sagt, keine Ahnung, wo ist der Modus, welcher Wert wurde am häufigsten angekreuzt oder so und interpretiert das ganz gar nicht so schlecht. Auch das wird kommen. Ne? Viel mehr, dass man eben grafische Lösungen bearbeiten lässt von KI-Systemen. Ja, vielleicht das, um einzubetten in ein Feedback-Modell. Vielleicht kennen Sie das von Hattie, ein Feedback-Modell, Hattie und Timberlake. Ich gehe nur auf die unteren Ebenen ein. Es gibt Feedback auf verschiedenen Ebenen, auf Aufgabenebene. Also die Aufgabe wurde richtig gelöst oder falsch gelöst und da war der Fehler. Es gibt Feedback auf der Prozessebene. Also wie sind die Schüler an die Aufgabe rangegangen und dazu ein Feedback geben. Es gibt Feedback auf der Selbstregulationsebene, also Tipps zum metakognitiven Strategien der SchülerInnen, wie sie halt an so Aufgaben, wie sie sich, keine Ahnung, selbst disziplinieren und eigene Ziele setzen oder wie sie ihre Ziele verfolgen und so weiter. Oder auf Self-Level, also Feedback an die Person. Du bist ein guter Mathematiker, eine gute Mathematikerin. Gibt unendlich viel Forschung zu Feedback und sehr detailliert und komplex und schwierig.
Man kann aber sagen, zum Beispiel, also jetzt hier mal mit dem Fokus auf diese Levels, Feedback auf Self-Level ist nicht besonders effektiv. Also du bist Mathematikerin oder schlechter Mathematiker oder so. Also alles Feedback, das bringt nicht viel. Ne? Insbesondere, weil halt keine Information drinsteckt, wie man sich verbessern könnte oder so. Und man kann sagen, Feedback auf Prozesslevel und auf Selbstregulationslevel ist effektiver als Feedback auf Task-Level. Also wenn es um die Strategien geht und die Bearbeitungsstrategien, Selbstregulationsstrategien, das ist noch effektiver als nur Feedback auf Task-Level. Natürlich brauchen die SchülerInnen noch Feedback auf Task-Level. Ne? Also das war falsch, das war richtig und da musst du so und so vorgehen und so. Und wie reiht sich jetzt KI ein? Ich vermute, das ist eine Vermutung, okay, dass KI als 24-7-Tutor zukünftig jederzeit in der Lage ist, Task-Level-Feedback zu geben. Die SchülerInnen können wie bei einem Vokabeltrainer, jetzt aber bei wirklich komplexeren mathematischen Aufgaben, jederzeit Feedback bekommen auf Task-Level von dem System. Und wir alle sind dann befreit vom Geben von Feedback auf Task-Level und können uns höherwertigem Feedback widmen, auf Prozesslevel und Selbstregulationslevel. Das, was die KI gar nicht mitbekommt. Und das, was auch auf einer menschlichen Ebene eher gegeben werden muss, ne? Motivieren, ja, du schaffst das, ne? Oder du hast es super gemacht, ne? Hier an der Stelle könntest du vielleicht strategisch noch ein bisschen geschickter vorgehen, aber ich bin mir sicher, das wird dir gelingen und so. Ne? Das kann der KI nicht so gut wie wir. Ne? Das ist auch mein Argument dafür, dass wir nicht ersetzt werden durch eine KI. Ne? Im Gegenteil, die KI wird ein Partner für uns sein, der bestimmte Feedback-Aufgaben abnimmt. Wir offloaden Feedback-Aufgaben an die KI. Und können uns dann dadurch höherwertigem Feedback widmen. Und alle haben was davon. Also, ich glaube, das wird gut. Okay, vielleicht hier nochmal ein Tool, was auch sehr beeindruckend ist, was jetzt auch in aller Munde ist, gerade für den Schulkontext, ist Fiete. Fiete, da kann man seine Aufgaben eingeben. Also hier zum Beispiel die Zaubertruhen-Aufgabe, weil ich schon mal vorhin vorgestellt habe, habe ich einfach mal beispielhaft reingeknallt. Ne? Und jetzt kann man hier unten Feedback-Kriterien eingeben noch, also die Korrektheit der Lösung. Dann habe ich hier auch tatsächlich die korrekte Lösung eingegeben. Ich habe dem System gesagt, was ist die korrekte Lösung, weil das System kann es nicht rechnen oder so, ne? Ich habe also die richtige Lösung vorgegeben und dann noch ein paar andere Kriterien, nachvollziehbare Begründung, Ausführlichkeit der Begründung und so. Und dann kann man dieses System den Schülern geben. Ne? Kann der Schüler sagen, hier, also arbeitet man damit, dann kriegen die die Aufgabe. Hier, löse die Aufgabe und begründe deine Lösung. Und dann habe ich mal die Schülerlösung reingeschrieben. Ne? Die Truhe war nach 30 Minuten halb voll, weil wenn sie nach einer Stunde voll war, muss sie nach einer halben Stunde halb voll gewesen sein. Ja? Und dann gibt mir dieses dem Feedback. Du hast einen guten Anfang gemacht und du versuchst es, die Aufgabe zu lösen. Okay. Aber es gibt ein grundlegendes Missverständnis bezüglich des exponentiellen Wachstums. Konzentriere dich darauf, das Konzept des exponentiellen Wachstums zu verstehen. Und hier unten, du hast angegeben, dass die Truhe nach 30 Minuten voll war, das ist ja doch nicht korrekt und so weiter. Okay, wir würden jetzt sagen, oh, das Feedback ist aber, naja, da wird schon ein bisschen vorweggegriffen mit exponentiellem Wachstum, vielleicht war das noch gar nicht so Thema und stößt einen vielleicht zu sehr auf die Lösung. Ne? Aber das ist jetzt auch nur, also ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Ne? Das System wird sich auch noch weiterentwickeln, das ist schon sehr gut, ne, was es macht und ihr könnt das ja alle mal ausprobieren, vielleicht. Ist auch bei Aufgaben, die ihr verwendet, auch passendes Feedback und so. Ne? Und ich bin mir auch sicher, das wird in Zukunft noch besser werden, sodass das Feedback spezifischer auch noch auf Klassenstufen und so weiter stattfinden kann. Und vielleicht auch mehr so minimale Hilfe mäßig Tipps gibt, die das Weiterarbeiten auf den als nächsten Schritt ermöglichen, aber nicht die ganze Lösung verrät oder so. Hier wird auch gar nicht die Lösung verraten, ne? Sondern es wird tatsächlich werden Tipps gegeben, wie man jetzt vorgehen kann, um die Lösung zu finden. Also wirklich sehr beeindruckendes Tool. Also kann ich auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja, wie kann jetzt KI uns unterstützen? Dann komme ich auch zum Ende. Also, ich habe mir ein Beispiel aus meiner eigenen, ich bin jetzt an der Hochschule und habe so ein paar Beispiele dabei. Also hier folgende Aufgaben stelle ich meiner Geometrieveranstaltung den Studierenden. Ne? Ich habe hier drei Aufgaben. Und ich wollte aber mehr Aufgaben haben. Mir ist aber keiner eingefallen. Ich hatte auch keine Lust nachzudenken. Also habe ich gesagt, bitte gib mir fünf ähnliche Aufgaben. Und dann gibt mir ChatGPT einfach ähnliche Aufgaben, die dazu passen. Und dann sehe ich das und sage, ah, Aufgabe 5, oder weiß nicht mehr genau, nee, Aufgabe 6 hat mir, glaube ich, gefallen. Dann sage ich, löse mir Aufgabe 6. Und dann gibt ihr mir noch die Lösung für Aufgabe 6.
Und dann kann ich sozusagen, wenn ich schon mal Aufgaben habe und reingegeben habe, mir weitere Aufgaben generieren lassen, dann auch die Lösung dazu generieren lassen, um mir einen Eindruck zu verschaffen, welche Aufgaben passen denn. Und dann habe ich mich für eine entschieden und habe die mit auf das Aufgabenblatt gepackt. Das war echt gut. Es ging ratzfatz. Oder hier zur Differenzierung, ne? In meiner Veranstaltung Einführung in Informatik soll die Studierenden rekursive Funktionen programmieren. Gib mir drei Aufgaben für die Studierenden mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, leicht, mittel, schwer aus. Leichte Aufgabe, mittlere Aufgabe, schwere Aufgabe. Toll, ja. Also man kann für die innere Differenzierung sich auch durch eine KI unterschiedliche Aufgaben auf verschiedenen Schwierigkeitsniveaus ausgeben lassen. Oder man gibt eine Aufgabe rein und sagt, mach die leichter, mach die schwerer. Ja, ja dann kann man auch aus Texten, ich habe jetzt mal irgendeinen Text genommen, das war jetzt kein mathematischer, egal, aber man kann auch aus Texten ein Multiple-Choice-Quiz erstellen lassen. Ne? Also ich habe hier einen Text reingegeben, einfach einen Text hochgeladen in ChatGPT Pro und dann kam ein Multiple-Choice-Quiz raus, genau zu dem Text. Ja, man kann sich Lernziele ausgeben lassen. Ne? Gib mir drei Lernziele aus für eine Einführungsstunde in Mathematik zum Thema Zufall. Lernziele, ja, sollen verstehen, was unter Begriff Zufall verstanden wird. Sie sollen lernen, wie man Wahrscheinlichkeiten berechnet und so. Das war eine sehr allgemeine Frage. Ob, wenn man den Prompt spezifischer macht, dann geht es auch noch für Klassenstufen und so. Ne? Nur um die Idee mal zu veranschaulichen, man kann sich Lernziele ausgeben lassen und man kann sich mögliche Unterrichtseinstiege ausgeben lassen. Ehrlich gesagt, einiges davon ist Hanebüchen oft, was man so liest. Naja, okay. Also ist halt kein Didaktiker, kein Didaktikerin System, ne? Aber na gut. Auch ansonsten sind oftmals auch Impulse dabei, wo ich denke, ja, also gar nicht schlecht, ne? Gute Idee. Oder kann man sich mal so einen gewissen Überblick verschaffen und so, einen schnellen Überblick auch. Ja, vielleicht am Schluss, aber es ist klar, beim Einsatz von KI in der Schule müssen sowohl rechtliche als auch ethische Aspekte beachtet werden. Also Datenschutz ist wichtig, deswegen kann man nicht einfach ChatGPT jetzt von allen Schülern benutzen lassen. Wir brauchen Systeme, die offiziell zugelassen sind, die wir dann auch im Unterricht ohne Bedenken einsetzen können. Und natürlich müssen wir uns auch überlegen, ob wir Systeme einsetzen können, die vielleicht aus ethisch bedenklich sind. Also Systeme, die trainiert wurden, beispielsweise mit Menschen, die in prekären Arbeitssituationen in Afrika geackert haben, um da Datensätze zu füllen und so. Das ist natürlich auch ein macht auch kein so gutes Gefühl. Ja, das müssen wir natürlich diskutieren im Bildungsbereich, wie wir mit sowas umgehen. Okay, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich war fast in der Zeit und vielleicht am Ende noch. Ich würde mich freuen, dass wir haben jetzt nicht so viel Zeit zu diskutieren, 12 Minuten, aber ein bisschen Zeit schon. Wenn Sie noch Fragen haben danach oder mit mir in Kontakt bleiben wollen oder mich austauschen wollen danach über KI, Inverted Class oder sonstige Themen, gerne einfach auf den üblichen Plattformen mit mir connecten, frienden, followen, wie auch immer es heißt. Würde mich freuen. Vielleicht in Mathematik mache ich viele Videos auf meinem Channel PA Arithmetik, vielleicht auch das eine oder andere für Sie interessant. Aber ja, LinkedIn, keine Ahnung, Instagram, Snapchat, was auch immer. Gerne einfach connecten. Hier ist auch so ein QR-Code. Wenn man den abfotografiert, hat man alle Links auch nochmal zur Verfügung. So, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, jetzt gehen wir in die Diskussion.